Wie steht es um die australische Wirtschaft? Chris Weston aus den IG Markets weiß mehr. Gestern wurden die Resultate der jüngsten RBA-Sitzung veröffentlicht. Anhand der Aussagen von Glenn Stevens kann man mit einer Leitzinskürzung rechnen, diese muss aber nicht unbedingt passieren. Auf was wartet die RBA? Der CapEx wird bald sinken. Viele australische Unternehmen haben ihre Umfänge verringert, was den CapEx bereits im zweiten Quartal beeinflusst hat. Und diese Situation wird sich künftig nur noch verschlimmern. Heute wurde der CPI bekannt. Diese Veröffentlichung hätte die RBA zu Änderungen in der Geldpolitik anregen müssen. Die wesentlichen Faktoren bestätigen jedoch die Richtigkeit der aktuellen Geldpolitik. Glenn Stevens hat heute noch einmal verdeutlicht, dass die RBA zu zufrieden ist. Die Märkte bereiten sich auf eine Leitzinskürzung jedoch bereits vor. Die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinssenkung zu Jahresende besteht zu 69%. Für die RBA werden die Daten aus dem dritten Quartal ausschlaggebend sein. Falls eine Leitzinskürzung passieren sollte, so wird dies während der September-Sitzung passieren. Die Einstellung der Märkte hat Befund. Die Ereignisse in Kanada und in Neuseeland haben die Märkte stark verunsichert. Der neuseeländische Der Zins wird morgen bereits um 25 Basispunkte gesenkt. Und die RBA wird dessen Geldpolitik auch lockern müssen, um die sinkende Konsum- und Geschäftsstimmung anzuregen. Diese Daten werden nun ausschlaggebend sein. So I think the Q3 data is going to be key now. Are we going to see some of these inflationary pressures abate? And will that force the RBA's hand, who of course have been saying that the new neutral range is a lot lower than it has been over the past? Heute wurde der CPI veröffentlicht. Die Prognosen aus dem zweiten Quartal wurden nicht bestätigt. Wie sieht die Marktreaktion aus? Man hatte einen etwaigen Ausverkauf fixiert. Der Index befindet sich aber dennoch weiter im befriedigenden Bereich, was der RBA Hoffnung schenkt. Die heutige Rede des Glenn Stevens hat deutlich gemacht, dass die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinskürzung sehr groß ist. Für die Zentralbank wird das ein künftiger Mechanismus sein, durch den sie den Aussie nach unten ziehen kann. Im Gegensatz zur kanadischen Zentralbank und der Zentralbank Neuseelands ist das Ziel der Leitzinskürzung der RBA die Schwächung der eigenen Landeswährung. Der RBA gefällt die aktuelle Situation und diese scheint handlungsbereit zu sein. Die Inflation befindet sich bei 2,2%, was unter dem Zielwert liegt. Im Großen und Ganzen ist dieser Wert jedoch annehmbar, so die Zentralbank. Die Zentralbank hat noch 200 Basispunkte, die man im Notfall einsetzen kann. Ebenso könnte die RBA zu makroprudentiellen Methoden greifen. Space in terms of what's happening inflation, as I say, with 2.2%. If you look at headline inflation, it's still below where they would like it to be, but I think it's in tune with what they said in their statement of monetary policy earlier in the year. So I think they're sitting pretty ready, though, knowing that they still have 200 basis points of rate cuts that they can play around with if they need to. There are obviously other policy issues that they can do on the macroprudential side. And just reiterate my statement that I think Glenn Stevens is pretty happy with the way things are going at the moment. So as you say, he's pretty happy. Glenn Stevens scheint zufrieden zu sein. Gibt es auch eventuelle Risiken? Potential headwinds the RBA should be keeping an eye out for? Ja, das sind die Daten der Kapitalausgaben und der CapEx. Dieser Index wird gerade sowohl im Dienstleistungssektor als auch im Bergbaubereich minimal revisiert. Der Dienstleistungsbereich verringert sich gerade. Der Boom des Bergbausektors ist vorbei. Der Handel mit Eisenerz und Kohle lässt auch zu wünschen übrig. Und nun zeigt auch der Dienstleistungsbereich schlechte Ergebnisse. Die Ausgaben, die sich die RBA aus dem Geschäftssektor erhofft hatte, bleiben leider aus. Die heutige Konsumstimmung ist geringer als damals während der ersten Leitzinssenkung. Bis jetzt wurden bereits 11 Leitzinssenkungen vorgenommen. Der Index will einfach nicht reagieren. Der CapEx, die Konsumstimmung und die Inflation werden für die RBA ausschlaggebend sein. Falls der Index auch weiter nicht reagieren sollte, wird man den Leitzins wohl weiter kürzen. Consumer confidence actually lower than where we were when we first started cutting rates.
it's not responding to monetary policy as they would intend. I think they're going to keep their eyes on this CapEx data, and they're going to keep their eyes on inflation. I think they're the two key things. If they don't respond, and in fact, if they continue this trend lower, then I believe that the RBA will probably have to look to cut again in the future. Chris, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, denn das Dukas Copy TV Team hat für Sie noch eine Menge weiterer Interviews vorbereitet. Bis bald.